Das lustige Pärchen auf Pro7 hört auf. Und ich meine damit nicht Jumbo und sein XXL-Schnitzel, die anderen beiden. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn man gemeinsam 8 Jahre lang jede Woche sendet, läuft man irgendwann Gefahr, zu routiniert zu werden. Gut, das ist jetzt das übliche Presse-Blablabla. Routine auseinandergelebt, würde gerne eine Eisdiele in Reykjavik eröffnen. Aber warum hören Sie wirklich mit Zirkus Halligalli auf? Hier wären unsere 7 Vermutungen. Erste Möglichkeit, das Ganze ist ein Fake und sie hören gar nicht auf. Ein perfider Plan, um die Fans wieder anzufixen. Und der Trick ist so alt, den kennen sogar YouTuber wie ApeCrime. Es gibt heute noch eine richtig heftige News. ApeCrime hat alle seine Videos offline genommen. Doch den Gefallen tun sie uns nicht. Das Ganze war nur eine Promo-Aktion für ihr neuestes musikalisches Machwerk. Du suchst mich, willst reden und du fällst in meinen Namen. Ich brauch dich nicht mehr ficken, das hat mein Fame schon getan. Was für ein billiger Trick. 1+ ist tot. Also das kann man jetzt, auch Joko und Klaas verabschieden sich in einer sorgfältig inszenierten Selbsthommage und versprechen gleichzeitig eine krasse finale Staffel. Und jetzt, zu Beginn der 9. Staffel von Zirkus Halligalli, stehen hier noch so ein paar Punkte, die wir uns bislang nicht getraut haben, aber die wir definitiv noch abarbeiten werden. Das holt dann doch den ein oder anderen resignierten Zuschauer wieder ins Boot. Da muss dann aber auch ein spektakulärer Abschied kommen. Irgendwas mit Saufen wäre cool. Verschämt grinsender Smiley in manchen Anwendungen mit roten Backen. Möglichkeit 2 wäre, die beiden haben genug von der ewigen Selbstkopiererei. Seit 8 Jahren nudeln Joko und Klaas ein und dasselbe Konzept runter. Aus Porno-Ping-Pong bei MTV Home und täglich schmerzt der Rüssel mir wird bei Zirkus Halligalli Aushalt. Aus Wenn ich sie wäre bei Neo Paradise wird Wenn ich du wäre. Aus Crips wird die Goodnight Show und das Interview in der Kiste findet ab jetzt im Keller statt. Really? Yeah, dude. Was mal klein angefangen hat, hat mit der Zeit immer absurdere Formen angenommen. Bei Neo Paradise hat es noch als Schülerstreich in Reality-Bild-Ästhetik funktioniert. Bei Pro7 mutiert es zu groß inszenierten Pranks. Offensichtlich abgesprochen und gestellt. Hart an der Fremdschämen-Grenze. Ey, ohne Witz, du musst mich nicht angucken, kein Scheiß. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass man mit einfachen Lausbubengeschichten eben keine Zuschauer mehr hinter dem Sofa hervorlocken kann. Oder für die österreichischen Zuschauer, aus dem Keller locken. Ein weiterer möglicher Grund, keine Ideen mehr. Woche für Woche neue, gute Ideen zu finden, ist ganz schön anstrengend. Selbst wenn das Team sehr elegant fremde Konzepte adaptiert. Das hier ist Drunk History von Comedy Central. And the Colonel was like, excuse me, I got like a good 15 minutes left in me before the liquor takes over and God only knows what I'll say. Daraus wird dann Betrunkene schreiben Drehbücher. Dann treffen die ja beim Tatort ein. Gut, ja, eine Leiche liegt auf jeden Fall. Leiche auf jeden Fall. Dann Blut. Telefonkalt. Das könnte die Drehbücher für die Schweiger-Tatorte erklären. Und Fun Fact, wenn man schlecht klauen möchte, geht das so. Ein gut gemachtes Joko und Klaas Konzept nehmen. Namens Wenn ich sie wäre. Und einfach nachmachen. Wenn ich du wäre, spielen wir hier in der Stadt mal wieder. Das wird mega lustig. Na, wenn man schon sagen muss. Oder liegt das Ende von Zirkus Halligalli ganz einfach an den Quoten? Über Jahre ist die nämlich gesunken. Bei Staffel 1 lag sie im Durchschnitt bei knapp 1 Million der werberelevanten 14- bis 49-Jährigen. Bei der letzten Staffel dann nur noch 780.000. Das ist ein Minus von ca. 20%. Äpfel. Eine andere Vermutung für das Ende von Zirkus Halligalli wäre, Joko und Klaas sind einfach zu alt für den Scheiß. Die Buddies einer pubertierenden Zuschauergeneration sind in die Jahre gekommen. Das coole Jungskonzept wird langsam unglaubwürdig und auch die Clique wird ganz schön alt. Früher hat Matthias Schweighöfer noch jeden Scheiß mitgemacht. Vater, Vater. Was ist mein Sohn? Und jetzt wird er plötzlich reflektiert und singt Songs vom Leben. Überall zerbrochenes Glas. Blutige Hände. Hat der Lack gesoffen? Oder haben Joko und Klaas genug, weil sie größere Sendungen machen wollen? Diesen Hinweis liefern die beiden selber. Wir werden gemeinsam mit Pro7 weiterhin große Samstagabendshows präsentieren. Ein hehres Ziel. Denn der Samstagabend steht seit langem offiziell in der Krise. Werden nun Joko und Klaas zu modernen Privatfernsehversionen von Gottschalk und Jauch? So, eigentlich hätte ich das noch umgedreht, weil ich habe immer normalerweise. Au! So. Keine Schweinereien. Gut, die Nummer ist jetzt 28 Jahre alt, aber hey, das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Zwei gegensätzliche Typen gehen eine TV-Zweckehe ein. Dabei wird die gleichzeitige Zuneigung und Rivalität zum Konzept der Sendung.
Und dieses Erfolgsprinzip wird uns auch in Zukunft auf ProSieben erwarten. Bei Duell um die Welt, als auch bei Die beste Show der Welt. Oder haben Sie gar keine Zeit mehr für eine wöchentliche Show? Denn eine andere Theorie wäre, Joko hat an seinen ganzen Start-up-Business-Aktivitäten Gefallen gefunden und mit Klaas eine eigene Consulting-Firma gegründet. Und jetzt beraten sie die größten deutschen YouTuber, jeder Case ein Brüller. Das würde auch erklären, warum überall das Gleiche läuft. Wenn ich du wäre, würde ich das jetzt machen, also mach das. Es geht darum, wenn ich du wäre, ich würde das und das tun und der muss dann machen. Wir spielen, wenn ich du wäre, also Milena, wenn ich du wäre. Oder habt ihr eine bessere Idee? Dieses YouTube, das ist Teufelswerk. Mit dem ganzen Abo-Hokus-Pokus, kommentieren hier, liken da. Das können nur die Coolen. Bist du cool? Oder trinkst du dein Bier aus der Dose?